Okay, so we can begin with a little quiet sitting, just a traditional Shine or Shamatha. Wir beginnen mit etwas ruhigem Sitzen, traditionelles Shine oder Shamatha. Let your attention focus on the sensation of the breath at the nostril. Mit dem Objekt für unsere Aufmerksamkeit der Atembewegung an den Nasenflügeln. The eyes are slightly open, going down the, gazing down the line of the nose. Die Augen leicht geöffnet, der Linie des Nasenrückens Richtung Boden folgend. Shoulders are relaxed and dropped. Entspannte Schultern losgelassen. Tongue on the hard palate. Und die Zunge ein bisschen zum oberen Gaumen. Just breathing naturally through both nostrils. Natürlich durch beide Nasenlöcher einatmen. And whenever you find your mind has wandered off, you very gently bring it back to the breath. Und entdecken wir, dass unser Geist spazieren geht, bringen wir ihn ganz sanft zurück zum Mund. Okay. We are fortunate people to have some time together to look at this wonderful text. Wir gehören zu den Glücklichen, die hier miteinander Zeit verbringen können, um sich mit diesem Text zu beschäftigen. I'll start by saying a little bit about attention and intention and distraction and interruption. Und ich möchte damit beginnen, etwas über Aufmerksamkeit, über Absicht, über Fokus und über Ablenkung zu sagen. Generally speaking, there are ways of paying attention to Dharma teaching. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, sich auf Dharma oder aufmerksam zu sein für bei Dharma-Belehrung, für Dharma. You can see it as the passing on of information. Man kann das betrachten als eine Weitergabe von Information. And some people like to write notes. Und manche machen gerne Notizen. In Dzogchen, we usually not advised to write notes. Beim Dzogchen raten wir gewöhnlich nicht dazu, dass man Notizen macht. Because the main thing is about the mood. Denn es geht vor allen Dingen um die Stimmung. When we talk about clarity, it's the mood. Wenn wir über Klarheit sprechen, handelt es sich um eine Gemütsverfassung. When we talk about emptiness, it's a mood. Auch Leerheit ist eine Gemütsverfassung. Compassion is a mood. Mitgefühl ist eine Gemütsverfassung. The mind is full of moods, of possibilities. Das Gemüt ist voller möglicher Verfassungen. And so we want to put ourselves in the way of the Dharma. Und was wir machen möchten, ist, dass wir uns im Gemüt dem Dharma zuwenden. Generally, we think of the three pot faults. Wir denken an die drei Fehler, die ein Gefäß haben kann. You can be so preoccupied with yourself, your own ideas, that you are like a pot which is upside down, so that the open part is closed. Wir können uns von unseren eigenen Vorstellungen und Ideen so eingenommen sein, dass es so ist, als wäre ein Gefäß einfach auf den Kopf gestellt. Das heißt, die Öffnung ist verschlossen. Your body is here, but you can't absorb anything. Unser Körper ist anwesend, wir können aber nichts aufnehmen. Or you can be like a pot with a hole in it. Wir könnten sein wie ein Gefäß mit Loch. You seem to gain something and understand something, but then it drains away. Es hat den Anschein, als würden wir etwas daraus ziehen aus der Belehrung, etwas verstehen, es uns aber verlustig geht. Or you can be a pot that is full of old food. Wir könnten auch ein Gefäß voll mit alten Essen sein. So that whatever new food or nourishment is put into it, it becomes corrupted. Das führt dazu, dass man immer, jedes Mal, wenn man neues Essen da hineinfüllt, es von dem Alten durchdrungen ist. So these three are pointing to an encouragement to be available and to be fresh. Diese drei Dinge, die aufgezeigt werden, zeigen eben auf, wie wichtig es ist, anwesend zu sein und frisch zu sein und verfügbar. If we
attend to our mind even a little bit, we see that we are very constructivist in how we approach the world. Wenn wir nur ein bisschen auf unseren Geist achten, merken wir, wie konstruktivistisch wir in unserem Zusammensein mit der Welt vorgehen. That is to say, we take new information and we incorporate it into the templates and organizing patterns that we already have and construct more and more elaborations. Das heißt, alles, was uns begegnet, ordnen wir und fügen wir direkt in die Schablonen, in die Vorstellungen, Ideen, die wir bereits vom Leben haben, ein und konstruieren aus ihnen noch größere Ausschmückungen oder Bearbeitungen. We build up a picture of something. Wir bauen uns ein Bild von etwas. So we add Dharma knowledge onto our existing structure. Und wir fügen sozusagen unserer existierenden Struktur Wissen hinzu. But the function of Dharma practice is awakening or liberation or freeing ourselves from the imprisonment of the familiar. Das die Funktion der Dharma Praxis aber ist, uns aus diesem Gefängnis der Vertrautheit, der Gewohnheit zu befreien, uns da rauszuholen, uns davon erwachen zu lassen. And so instead of adding Dharma onto our existing structures, we need to open to Dharma and use it to help us disentangle ourselves from the cultural and psychological patterns which we are woven into. Statt also unserem Dharma-Wissen noch mehr, in Anführungsstrichen, Wissen hinzuzufügen, müssen wir diesen Topf umdrehen und das bedeutet, diesen Topf leer machen, uns wirklich lösen von all den kulturellen und auch psychologischen Verbindungen oder Bindungen, in denen wir verstrickt sind oder verwebt sind. Dalai Lama often said that there is no end to thinking. Dalai Lama hat häufig gesagt, das Denken nimmt kein Ende. Thought after thought after thought, like the endless waves in the sea. Gedanken, 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 wie diese endlos erscheinenden Wellen im Meer. And therefore, if your Dharma life is simply a kind of improvement of the quality of thoughts that you have, liberation will be far away. Besteht unser Dharma-Leben quasi dann nur aus der ständigen Verbesserung an der Art von Gedanken, die wir haben, dann ist die Befreiung wirklich weit weg. So when we do this basic practice that we were doing, the Shine sitting, diese grundlegende Praxis, die wir hier gemacht haben, jetzt gerade das stille Sitzen, die Shine, we have two things going on. Dabei passieren zwei Dinge. We have our intention to give our attention to the subtle sensation which arises with the movement of the breath. Wir haben die Absicht, unsere Aufmerksamkeit diesen so ganz feinen Empfindungen, die von denen die Atembewegung begleitet ist, zu gönnen. The breath is always moving. Der Atem bewegt sich immer. So the focus of our attention is something dynamic. Aber unser Aufmerksamkeitsfokus ist etwas dynamisch. Not having an idea about the breath. Wir haben keine Vorstellung vom Atem. But we find that we have to be with the breath exactly on the beat every moment. Aber es stellt sich heraus, dass wir jeden Moment mit dem Atem gegenwärtig präsent sein müssen. But we also get carried away by thoughts. Aber natürlich werden wir auch von Gedanken irgendwo fortgetragen. Thoughts are also ungraspable. Auch Gedanken sind nicht greifbar. But they appear to be more graspable than the sensation. Sie haben aber den Anschein, dass man besser nach ihnen greifen kann als nach diesem Körperempfinden. Sensation just is what it is, something very subtle. Empfindung ist einfach was, was es ist, etwas ganz Feines. But thought seems to have a content. In Gedanken aber haben scheinbar einen Inhalt. It seems to be conveying some meaning to us. Irgendwie transportieren die für uns eine Bedeutung. So if you give yourself into that flow of meaning, you go off into a little riff of some storyline. Sobald man also sich dieser Bedeutungsabfolge ergibt, kommt man sofort in eine Erzählung, in eine Geschichte hinein. So, our intention is to decide sensation is more valuable than thought. Und unsere Absicht ist also der Entschluss,
dass Empfindung wichtiger ist oder wertvoller, besser gesagt, ist als Sensation is just here. Empfindung ist hier, jetzt. Just now. Genau in diesem Moment. Thought takes me away. Gedanken tragen mich weg. We think about something. Wir denken über etwas nach. Thinking is always a second order. Denken ist immer etwas nachgeordnet, der zweite Schritt. It's a commentary. Das ist ein Kommentar. And it involves judgment. Und da sind Bewertungen beinhaltet. So we have a little bit of a struggle. Also bringt uns das in eine Stresssituation. If you stay with sensation, it will empty you out. Wenn wir bei der Empfindung bleiben, leert uns das aus. At the end of the practice, you have gained nothing. Am Ende hat man nichts gewonnen. If you go off into your thoughts at the end of the practice, you've got some ideas in your head. Wenn man mit den Gedanken geht, dann hat man am Ende Ideen im Kopf. Is nothing better than something? Ist nichts besser als etwas? Because now you have a little bit of space. Denn jetzt hat man ja ein bisschen Raum. Which means you can receive. Das bedeutet, man kann was empfangen. So, by doing the Shinne practice, you are emptying out the pot. Durch die Shinne-Praxis leert man dieses Gefäß. So that your sense of self is not being built up in terms of your memories and plans and hopes and fears. Damit unser Selbstempfinden sich aufbaut auf Erinnerungen, Hoffnungen, Befürchtungen, Ideen. And then with a word like presence starts to have some deep clarity for us. Dann entfaltet sich so ein Begriff wie Präsenz sehr eindeutig. I'm just present. Ich bin einfach gegenwärtig. When we read the books, we come across terms like naked awareness. Wenn wir zum Beispiel die Literatur lesen, kommen wir auf solche Begriffe wie nacktes Gewahrsein. Naked means not covered. Nackt bedeutet unbedeckt. But we see in even the simple practice, when you get distracted, when you go away after a thought or a feeling, you're covering up the simplicity of the sensation of the breath. Aber wir bemerken es ja in der Praxis, dass wenn wir uns vom Gedanken mitnehmen lassen, wir dadurch diese ganz einfache Schlichtheit von einer Empfindung sofort überdecken. Cover up means to obscure something. Etwas überdecken bedeutet etwas verbergen. So, the more we rely on concepts, the more we live in obscuration. Je mehr wir uns also auf Konzepte verlassen, desto mehr bleiben uns die Dinge verborgen. And this is a little bit difficult as an idea because of the kind of education system we have grown up with. Als Vorstellung haben wir natürlich wegen der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, hier in unserer Bildungsvorstellung, macht uns das Schwierigkeiten zu gelangen. Clearly our capacity to manipulate concepts and create patterns is how most of us earn our food. Die meisten von uns verdienen ihr Geld damit, mit ihrer Fähigkeit, Konzepte zu manipulieren und Muster zu schaffen. So, we are familiar with this. It has value. It is the medium through which we become members of society and take on a role in the world. Das heißt, wir sind so vertraut damit, es ist uns wirklich vertraut und das ist auch das Medium, durch das wir Mitglieder dieser Gesellschaft werden und Teil der Welt werden. So this is a very important point here. Hier gibt es also eine wichtige Sache. Which is that thoughts and concepts are not the enemy. Nämlich, dass Gedanken und Konzepte gar nicht der Feind sind. The issue is, what is their function? Es geht vielmehr darum, was ist ihre Funktion? If you have sharp knives in the kitchen, they're very useful. Wenn man scharfe Messer in der Küche hat, sind die sehr nützlich. But if you just pick them up the wrong way, you can cut your hand. Wenn man sie allerdings am falschen Ende anfasst, kann man sich in die Hand schneiden. Used properly, the knife is an excellent tool. Gut genutzt ist so ein Messer ein wunderbares Werkzeug. But if you don't see the potential danger in it, you can get some harm. Wenn man die mögliche Gefahr darin aber nicht erkennt, dann könnte man Schaden nehmen. So it's about learning how to think. Es geht also darum zu lernen, wie man denkt. When thoughts catch us, when we're carried away into this little web of construction.
wenn Gedanken sozusagen uns schnappen, uns mitnehmen in dieses Gewebe von Konstruktion oder in dieser Welle des Konstruierens als solches. We lose our presence in the moment and go into this alternative world, which seems to be clear, but is actually deluding. Dann verlieren wir die Gegenwart im gegenwärtigen Moment und werden in diese alternative Welt, die uns klar vorkommt, tatsächlich aber verschleiert ist oder eine Täuschung ist, hineingetragen. So we need to practice not being distracted. Darum müssen wir üben, nicht abgelenkt zu sein. However, of course, if you become so focused that you start to feel that other people are intruding on your life and damaging you, then this practice becomes problematic. Wenn man aber so fokussiert ist, dass man das Gefühl entwickelt, andere Leute dringen in mein Leben ein und stören mein Leben, dann ist unsere Praxis auch nicht angemessen. So we see that in the statues which represent the Dharmakaya, the mind of the Buddha, the legs are in this Padmasana, both the legs are crossed together, so it's very difficult to run in that position. Wenn wir all die Statuen anschauen, die den Geist des Buddha, den Dharmakaya repräsentieren, sehen wir, dass sie alle in dieser gekreuzten Haltung der Beine sitzen. Mit dieser gekreuzten Beinhaltung kann man nicht wegrennen. But often in the Sambhogakaya position, which is the realm of clarity, of connectivity, the right leg is out. In der Sambhogakaya Repräsentanz aber, was der Bereich der Klarheit und der Verbindung ist, ist das rechte Bein etwas ausgestellt. And this indicates an availability to be interrupted. Und dieses deutet einfach nur an, dass man offen ist dafür, unterbrochen zu werden. There is a kind of paradox here that wisdom is an unchanging clarity. Ein kleines Paradox scheint hier zu sein, nämlich dass Weisheit die unveränderliche Klarheit ist. But compassion is the ability to be interrupted and to respond into the situation. Mitgefühl aber die Fähigkeit ist, sich unterbrechen zu lassen und auf Situationen zu reagieren. So we have to have the inseparability of the non-duality of stillness and movement. Das bedeutet, wir haben hier die Untrennbarkeit, die Nicht-Dualität von Ruhe und Bewegung. But when we're responding to someone's situation, wenn wir auf die Situation von jemandem eingehen, something is manifesting. Manifestiert sich etwas. Somebody's face, the tone of voice, how they connect with us. Das Gesicht der Person, ihr Stimmklang, die Art und Weise, wie sie mit uns in Beziehung tritt. We are called forth. Wir sind quasi aufgefordert. We're not moving in a monologic way. Wir bewegen uns nicht in einem Monolog. In which I act according to my feeling, what I want to do. Wo ich nur auf das entsprechend meiner Empfindung, was ich jetzt machen will, handle. The Buddha doesn't want to do anything. Der Buddha möchte gar nichts machen. Buddha is quite contented. Der Buddha ist ziemlich zufrieden. But if something needs to be done, they will do it. Wenn aber was getan werden muss, dann macht er das. This is not like us. Nicht wie wir. We are restless souls. Wir sind rastlose Seelen. We want something to be happening. Wir wollen, dass etwas passiert. We want to be distracted. We want some excitement, something interesting. Wir wollen abgelenkt sein, was Aufregendes, was Interessantes erleben. You want to phone your friends and tell them about what's been happening. Wir wollen unsere Freunde anrufen und erzählen, was passiert ist. Perhaps if we paused for a moment, we might think, why would they in any way be interested in what I want to tell them? Wenn wir einen kurzen Moment innehalten würden vorher, würden wir vielleicht auf die Idee kommen, dass sie denken, wir müssen, warum sollten die sich überhaupt dafür interessieren jetzt? But we want to say, so we say. Aber wir wollen es sagen und darum sagen wir es. Something builds up inside us. Etwas, was sich in uns aufbaut. We want to communicate. Das möchten wir kommunizieren. And what we are communicating is ourselves. Was wir hier kommunizieren, ist unser Selbst. Take me seriously. Wir sagen damit, nehme ich ernst. I exist. Ich existiere.
and embedded in that are certain trembling questions. In darin eingebettet sind einige zitternde Fragen. Do you like me? Magst do you value me? Do you love me? Magst du mich? Wertschätzt du mich? Liebst du mich? And in particular, am I normal? Und vor allen Dingen, bin ich normal? Am I acceptable? Bin ich akzeptabel? Because we're seeking some kind of validation. Wir suchen immer nach einer Art von Gültigkeit. As we looked last night, I am what I think I am. Wie wir gestern schon darüber nachgedacht haben, ich bin, was ich denke, dass ich bin. And so I, as the accumulation of these patterns of thinking and feeling, I become the limit of myself. Und so wird dieses Ich, diese Sammlung an Mustern von Fühlen und Denken, wird das Limit oder die Begrenzung für mich. And when I become too much for me, I want you to take me out of me. I want you to relieve this imprisoning enclosure. Wenn ich dann mir selber zu viel werde, möchte ich, dass du mich aus mir selber rausnimmst, aus diesem abgeschlossenen Gefängnis mich herausholst. So sometimes I have too little of me, and sometimes I have too much of me. Manchmal bin ich mir also zu wenig und manchmal bin ich mir zu viel. And sometimes I have too little of you, and sometimes I have too much of you. Und manchmal bist du mir zu wenig und manchmal bist du mir zu viel. So our social life tends to be this ongoing pulsation of adjustment, of closeness and distance. Das heißt, die Art und Weise, wie wir zusammen sind, besteht aus dieser ständigen Anpassung von Nähe und Distanz. Well, this is our mind as it is. Unser Geist ist so. But from the Dharma point of view, where our intention is to open to something quite different. Vom Dharma-Standpunkt aus betrachtet ist aber unsere Absicht, uns zu öffnen, etwas anderes. So we want to find the open awareness, which is the quality of the Buddha's mind, which is present in all of us. Wir möchten das offene Gewahrsein finden, diese Qualität des Buddha-Geistes, die in allen, uns allen ist. This is intrinsic. Die ist in uns, die ist Teil von uns. It's there from the very beginning. Von Anfang an da. It's not a product. Das ist kein Produkt, nichts, was hergestellt wurde. Not something we have to make. Nicht etwas, was wir machen können. And so we can relax into it. Darum können wir uns auch da hinein entspannen. But it's not a kind of dead area. Das ist aber kein toter Bereich. It's full of vitality. Sondern voller Lebendigkeit. Of the potential of manifesting in many different ways. Mit dem Potenzial, sich in vielen verschiedenen Wegen, Arten und Weisen zu manifestieren. What is the point of the manifestation, or what is the focus of the manifestation? Worum geht's denn bei Manifestation? Was ist der Konzentrationspunkt, der Punkt von der Fokus? When we don't recognize the openness of our own ground. Wenn wir die Offenheit unseres eigenen Urgrunds nicht erkennen. The focus or the organizing point of our manifestation is I, me, myself. Dann wird sozusagen dieses Ich, was mir gehört, was zu mir zählt, ist der Bezugspunkt, der Punkt, der alles in Ordnung bringt, organisiert. And we say, I want to be free. Ich sage, ich möchte frei sein. I don't want to be limited by you. Ich möchte von dir nicht eingeschränkt werden. I don't want to be trapped in relationships. Ich möchte nicht in einer Beziehung gefangen sein. I don't want duties and obligations. Ich möchte keine Pflichten, keine Zwänge. I want to be free. Ich möchte frei sein. Free from. Frei von. Free from all the things that limit me. Von all den Dingen, die mich einschränken. Many people live their life in this way. Viele Menschen leben so. Cutting off, dropping, throwing away. Sich zu trennen von Dingen, Dinge fallen zu lassen, sich von Dingen zu entfernen. But of course the key thing we need freedom from is ourselves. Der Schlüssel, der entscheidende Punkt ist aber, dass wir von uns selbst Freiheit brauchen. The other is not the problem. Der andere ist nicht das Problem. The problem is ourselves. Problem sind wir selbst. And in fact, in the Dzogchen tradition, being with others is a great way of cutting the self. Und in der Dzogchen tradition wird mit anderen zusammen zu sein als eine sehr gute Methode betrachtet, diese Anhaftung an selbst und Verhaftung bei sich selbst zu durchschneiden. Be
because there are many wrong roads in linked to Dharma. Weil es in Bezug auf den Dharma viele Wege nach Rom gibt. Especially the desire for stasis. I don't know what stasis is. This means uninterrupted stability. Ah ja, okay. Vor allem unser Bedürfnis nach dieser Statik. I want to know who I am. Ich möchte wissen, wer ich bin. Oh, you're not anybody. Du bist niemand. So, if I want to maintain an image of myself, wenn ich also ein Bild von mir selbst aufrechterhalten möchte, I have to withdraw from society, withdraw from interaction and develop my own vision. Muss ich mich von der Gesellschaft und von der Interaktion mit der Gesellschaft zurückziehen und meine eigene Vision entwickeln? Which could be an artistic vision. Es könnte was Künstlerisches sein. I want to express myself. Ich möchte mich ausdrücken. This is not Dharma. Das hat mit Dharma nichts zu tun. Dharma is not about expressing ourselves at all. Bei Dharma geht es überhaupt nicht darum, sich selber auszudrücken. Dharma is about being for the other. Sondern Dharma bedeutet, für andere da zu sein. When we are really for the other, what we express is the energy of the mind of the Buddha. Wenn wir wirklich für andere da sind, drücken wir, die ist die Energie, wir ausdrücken, der Geist des Buddha. Between the openness of the mind and the openness of the field of the other, the field of experience. Zwischen dieser Offenheit des Geistes und der Offenheit des Feldes der anderen, eben der Offenheit des Feldes der Erfahrung. Many obscurations arise. Da entstehen viele Hindernisse, Verdunklungen, Verschleierungen. You make me feel uncomfortable. Du machst, dass ich mich unwohl fühle. And if we are Dharma practitioners, we then need to explore being uncomfortable. Wenn wir Dharma praktizierende wären, müssten wir dieses Unwohlsein erforschen. But if we are situated in the position of I, me, myself, then I want to separate from you because you make me uncomfortable. Wenn wir aber nur von ich und mir selber ausgehen, dann möchte ich mich von dir trennen, weil du machst, dass ich mich unwohl fühle. You make me feel not like me. Du machst, dass ich mich nicht wie ich selbst fühle. I want to be comfortable with you. Ich möchte mich mit dir wohlfühlen. But now things have changed and I don't feel comfortable with you. Aber es hat sich was verändert und jetzt fühle ich mich mit dir nicht mehr wohl. And my primary allegiance is to feeling comfortable rather than being with you. Aber meine Hauptabsicht ist ja, mich wohlzufühlen. Das ist mir wichtiger, als mit dir zusammen zu sein. So I will abandon you in order to feel comfortable. Also verlasse ich dich, damit ich mich wohlfühlen kann. And so life is about hopping around, changing situations. Darum geht es, dreht sich unser Leben darum, sozusagen uns immer von einem Punkt zum nächsten zu hopfen und die Situation immer wieder zu verändern. But you can't cut off the object. Man kann aber das Objekt sich gar nicht von dem Objekt trennen. We need to eat. Our senses are open. They let in light and sound. We are breathing all the time. Unsere Sinne sind offen. Wir nehmen Licht wahr, Klänge wahr, wir atmen pausenlos. And so we are co-emergent with the environment. Also tauchen wir immer gemeinsam mit dem Umfeld auf. Sometimes our interactions make us feel happy, sometimes they make us feel sad. Und manchmal führen diese Interaktionen dazu, dass wir froh sind, und manchmal führen sie dazu, dass wir traurig sind. You can try to stabilize this by controlling the amount of interaction you have. Wir können versuchen, das dadurch zu stabilisieren, dass wir kontrollieren, wie weit wir in Interaktion gehen. A lot of advice on that in the general text on Buddhism. In allgemein buddhistischen Texten gibt es hierzu auch viele Unterweisungen. But in this particular kind of practice we do, the Dzogchen approach, aber we're not trying to control the situation. Aber in dieser spezifischen Art der Praxis, in dem Dzogchen-Absatz, Ansatz, versuchen wir eben nicht, uns in dieser Weise zu trennen oder diese Art von Kontrolle auszuüben. Our issue is to be present with whatever is arising. Sondern es geht uns darum, ja, präsent und gegenwärtig mit dem zu sein, was in Erscheinung tritt. Not entering into judgment. Ohne in Bewertungen abzugleiten. Not coming to a conclusion about other people. Ohne über andere eine Schlussfolgerung zu ziehen. But staying present within the complex,
the complex movements of the unfolding of our interactive experience. So, wir bleiben präsent in der komplexen ständigen Bewegung, in der sich die Welt für uns und in uns und wir selber entfalten. So this is our task, and this is what this text is very helpful in guiding us. Das ist unsere Aufgabe also, und dieser Text, mit dem, über den wir hier sprechen wollen, ist sehr nützlich, um uns hier zu leiten. Because the issue is always, what is our starting point? Denn hier ist immer das die Frage, wo ist, was ist unser Ausgangspunkt? You might think, well, I want to become enlightened. Man denkt dann vielleicht, ich möchte Erleuchtung verwirklichen. I want to gain freedom so I can free other people. Ich möchte Freiheit erlangen, damit ich andere befreien kann. So this could be an aspiration. Das könnte natürlich ein Bestreben sein. A commitment to develop myself, letting go of my negative habits and developing good positive ways of relating to others. Ein Entschluss, dass ich meine negativen Gewohnheiten loslasse und positive, gute Gewohnheiten entwickeln werde, die nützlich sind für andere. But for meditators, question is, I want to get enlightened. Für Meditierende aber ist die Frage, ich möchte Erleuchtung erlangen. So who is the one who wants to get enlightened? Wer ist denn der oder die, die Erleuchtung erlangen möchte? If I find out who I am, wenn ich herausfinde, wer ich bin, then I can decide whether I want to be enlightened or not. Dann kann ich entscheiden, ob ich Erleuchtung möchte oder nicht. So if you don't know who you are, wenn man nicht weiß, wer man ist, whatever you decide to do is likely to be mad. Jede unserer Entscheidungen, solange wir das nicht wissen, ist ziemlich wahrscheinlich verrückt. Now there's a big question. If Russia keeps pushing in the Ukraine, should NATO activate and go to war with Russia? Da stellt sich also zum Beispiel eine große Frage, wenn Russland weiter nach in die Ukraine hineindrängt, sollte die NATO dann aktiv werden und dagegen etwas unternehmen? There are a lot of dangerous people in the world. In der Welt gibt es überall sehr gefährliche Leute. And what makes people particularly dangerous is that firstly they think they know the truth. Was Leute besonders gefährlich macht, ist zunächst, dass sie glauben, die Wahrheit zu kennen. And secondly, they think life is better when I'm in control. Und dass sie daran glauben, dass das Leben besser ist, wenn sie die Kontrolle haben. So the desire to control circumstances is what provokes conflict and war. Und dass dieser Wunsch danach, Situationen zu kontrollieren, tatsächlich zu Konflikten und Krieg führt. Our Dharma path is not about control. Auf unserem Dharma-Weg geht es also nicht um Kontrolle. It's about being with our mind as it is, however our mind is. Es geht darum, so präsent mit unserem Geist zu sein, wie er gerade auch immer sein mag. Not judging ourselves negatively. Uns nicht negativ zu bewerten. Or positively. Oder positiv zu bewerten. But just being present. Sondern einfach anwesend zu sein. So that the patterns show themselves. So dass diese Muster sich zeigen. Because anything can become special. Weil ja alles besonders werden kann. Many of you are familiar with this the story of the Buddha's tooth. Wenn man zum Beispiel diese Geschichte von Buddhas Zahn kennt. I just repeat it in a very brief form. Wiederhole das nochmal ganz kurz. There was an old woman in Tibet. In Tibet gab es eine alte Frau. Whose son was a trader. Und ihr Sohn war Händler. And he went to India every year. Und er ist jedes Jahr nach Indien gereist. He would bring his mother back some jewels and perfumes and nice things. Und hat dann jedes Mal seiner Mutter Juwelen mitgebracht oder Parfüm oder irgendwelche schönen kleinen Sachen. One day the mother said, listen, I'm too old for jewels. I don't need this. I'm going to die. I need a relic of the Buddha. Eines Tages sagte die Mutter, also weißt du, ich bin jetzt echt zu alt für Juwelen. Das brauche ich auch nicht mehr. Was ich wirklich brauche, ist, weil ich ja demnächst mal sterben will, brauche ich eine Reliquie vom Buddha. So he said, okay, next time I'm in India, I will find one and bring it back for you. Dann sagte er, ja, nächstes Mal, wenn ich also in Indien bin, dann werde ich eine für dich auftreiben und dir bringen. But he went to India and he came back and he had forgotten. Und er fuhr nach Indien, kam zurück und stellte fest, er hat es vergessen. The next year was the same. Auch nächstes Jahr wieder. Mother's getting old and old.
Und die Mutter wird immer älter. So the third year he comes back and he's coming near to where the village is. He's going over the top of a hill and he suddenly realizes he's forgotten. Und nächstes Jahr macht er die Reise wieder, kommt zurück und ist schon ganz nah am Dorf, muss nur noch über einen Hügel rüber und stellt fest, oh nein, ich habe es schon wieder vergessen. And he's so angry, he starts kicking and kicking at everything that's around. Und er ist so wütend und tritt deswegen gegen alles, was irgendwie auf dem Boden um ihn herum liegt. And he kicks the skull of a dog. Und dann tritt er auch gegen einen Hundeschädel. And one of the teeth flies out. Und einer der Zähne fliegt raus. And he looks at it. Und dann guckt er den Zahn an. And think, okay. And he picks it up and he wraps it in a kata, a white ceremonial cloth. Und sagt dann, okay, in Ordnung, nimmt den hoch und füllt ihn in einen weißen kata ein. And proceeds to the village. Und setzt seinen Weg zum Dorf fort. And he tells the boys who are looking after the goats to run on and say he's bringing something special. Und dann spricht er die Jungs an, die da auf die Ziegen hüten und sagt ihnen, ich bringe was ganz Besonderes. And the old monk comes out of the temple and he's blowing his long horn. Und der alte Mensch kommt aus dem Tempel raus und bläst sein langes Horn. Mother, I have a tooth of the Buddha. Mutter, ich habe dir einen Zahn vom Buddha mitgebracht. She starts to weep, she makes demonstrations. Sie weint und macht Niederwerfungen. She sets it up on the altar. Stellt den Zahn auf den Schrein. But he's feeling very guilty. Er aber hat natürlich echte Schuldgefühle. She did my mother. Was habe ich da meiner Mutter gemacht? So now it's very clear. Next year I'm going to devote all my time to finding a real relic of the Buddha. Und jetzt hat er wirklich einen Entschluss getroffen, weil er sich so schuldig fühlt, dass er sagt, nächstes Jahr werde ich meine ganze Zeit in Indien damit verbringen, eine Buddha-Reliquie zu finden. And with a contrite heart, he searches everywhere in India, but he can't find one. Und er ist wirklich entschlossen und sein Herz ist geläutert und er sucht überall in Indien, aber er findet keine. So as he comes back towards the village, he feels very sad. Und ist entsprechend traurig, als er zurückkommt zum Dorf. What have I done? Was habe ich nur getan? Cheating my mother. Meine Mutter zu betrügen. But as he comes over the hill, he sees the sky is full of rainbows. Und als er über den Hügel rüberkommt am Dorf, wieder sieht er, dass der Himmel erfüllt ist von Regenbogen. And he sees the village is full of people. Und das Dorf voller Menschen ist. And he asks them what they're doing, and they say, oh, we're coming on pilgrimage because there is a holy tooth here and rays of light coming out of it. Und er fragt die Leute, was macht ihr denn hier alle? Und sagt, oh ja, wir sind auf Pilgerreise, denn hier gibt es einen heiligen Buddha-Zahn und man kann auch sehen, dass das Licht überall ausstrahlt. So, then the storyline is, with faith, even a dog's tooth will give out light. Und die Moral von der Geschichte ist, dass wenn man nur genug Vertrauen hat, sogar ein Hundezahn Licht ausstrahlen kann. Now, in the 1930s, here in Berlin, there was a very big dog's tooth. In den 1930er Jahren gab es hier in Berlin einen großen, sehr großen Hundezahn. And many people fell in love with that dog's tooth. Und viele Leute haben sich in diesen Hundezahn verliebt. And it gave out a lot of light for Und a while. Für eine Zeit lang hat er eine sehr große Ausstrahlung gehabt. You can fall in love with a swastika. Man kann mit einem Swastika natürlich sich in Swastika verlieben. You can fall in love with fascism. Und man kann auch mit Faschismus sich verlieben. Und da in den Kommunismus sich verlieben. And they shine for the people who believe in them. Und für die Leute, die daran glauben, strahlen die. So we have to be very careful what you put your heart and soul in. Das heißt, man muss wirklich darauf achten, wem man sein Herz und seine Seele schenkt. There are clubs in Germany where you can lie in a hammock and get dry-fisted up the arse. Es gibt in Deutschland Clubs, in denen man in einer Hängematte liegen kann und in den Hintern gefistet werden kann. The mind is full of lostness. Der Geist ist voll Verlorenheit. Anything can appear wonderful if you give yourself to it. Alles kann uns wundervoll erscheinen, wenn wir uns da hineingeben. Whether it's drugs or money or being a pimp and running a group of prostitutes. Ob es Drogen sind oder Geld oder Zuhälter sein und Nutten beschäftigen. Or doing your prostrations and believing in the Buddha. Oder Niederwerfung machen und an den Buddha glauben. These are all the movements of the mind. Das sind alles Bewegungen des Geistes. So you have to understand what is the mind. Man muss also verstehen, was der Geist ist.
whatever you give yourself to starts to seem very important to you. Das, dem wir uns widmen, fängt an, uns sehr wichtig vorzukommen. Now this Dharma Center here is developing, and many people volunteer to make it bright and shiny. Dieses Dharma-Zentrum hier entwickelt sich zum Beispiel. Viele Freiwillige sind daran beteiligt gewesen, um das schön werden zu lassen, strahlend werden zu lassen. The churches are not so bright and shiny. Not so many people want to go to them. Die Kirchen sind im Moment nicht gerade so strahlend und glänzend. Es gibt nicht mehr so viele Leute, die da hingehen wollen. This is the energy of the mind. Das ist die Energie des Geistes. So we have to recognize what is the mind itself. Also müssen wir erkennen, was ist der Geist denn selbst? What is it that appears to me as my realm of experience? Was ist das, was mir als mein Erlebnisbereich erscheint? And in what way does my energy come out into the world? Und in welcher Art und Weise geht meine Energie in die Welt hin? What do I give my life to? Welcher Sache widme ich mein Leben? Because we have this brief opportunity. Weil wir nur diese kurze Gelegenheit haben. None of us know how long we're going to live. Niemand von uns weiß, wie lange wir leben werden. We have reasonably healthy bodies. Wir haben relativ gesunde Körper. Hopefully we're not in constant pain. Und haben hoffentlich nicht ständig Schmerzen. So we have a possibility to study and meditate and find out how am I. Haben deswegen die Möglichkeit zu studieren, darüber zu meditieren, wie ich bin. To stay close with the emergence of each moment of experience. Ganz nah an jedem Moment der Entfaltung des Erlebens dabei zu sein. This is the best protection against projection. Das ist der beste Schutz gegen Projektion. Belief is important. Glauben ist wichtig. From the Dharma point of view, the main belief is the belief in non-duality. Vom Dharma-Standpunkt aus betrachtet ist unser wichtigster Glaube der an die Nicht-Dualität. On the outer level, we believe if we pray to Padmasambhava, he will always respond. Auf der äußeren Ebene glauben wir, wenn wir zu Padmasambhava beten, wird er auf uns eingehen. That the openness, the presence of the Buddhas is for us. Diese Offenheit, die Präsenz der Buddhas ist für uns da. They're on our side. Sie sind auf unserer Seite. There is a welcome waiting us. Die heißen uns willkommen. On an inner level, in terms of Sokshen, our mind itself is waiting for us. Auf der inneren Ebene, gemäß des Dzogchen, erwartet unser Geist uns. The space of our unborn mind is always open and welcoming. Weite des ungeborenen Geistes ist immer offen, heißt uns jederzeit willkommen. If we don't attend to our mind, if we don't open to our mind, we won't see that it is always open for us. Wenn wir uns unserem Geist nicht zuwenden, wenn wir uns unserem Geist nicht öffnen, dann erkennen wir auch nicht, dass er für uns immer offen ist. How do we turn away from the mind? Wie wenden wir uns vom Geist ab? By being distracted by the generosity of the mind. Dadurch, dass wir von der Großzügigkeit des Geistes uns ablenken lassen. The mind is obscured by its own creativity. Der Geist wird unsichtbar oder verbirgt sich hinter oder durch seine eigene Aktivität. Our thoughts, our feelings, sensations. Unsere Gedanken, Gefühle, Empfindungen. This is the radiance of the mind. Das ist die Ausstrahlung des Geistes. This is appearance and emptiness. Das ist Erscheinung und Leerheit. But when we take the appearance to be a sign of something, wenn wir aber Erscheinung als Hinweis auf etwas nehmen, then we always end up liking some things more than other things. Dann führt das immer dazu, dass wir Dinge einiges mehr mögen als anderes. And then we chase more of what we like and try to avoid more of what we don't like. Dann setzen wir uns dem, was wir mögen, auf die Fersen und versuchen, dem auszuweichen, was wir nicht mögen. And day after day, our life goes by chasing an ever more refined way of pattern maintenance. Und unsere Tage gehen dahin, damit, dass wir auf der Jagd sind, noch verfeinerte Formen der Erhaltung dessen zu finden, was wir mögen. I am me. Ich bin ich. I am a pattern. Ich bin ein Muster. I am the patterning of me. Ich bin das
wie ich gemustert bin. And in order to maintain this pattern of me, I have to control the factors around me. Und um dieses Muster meiner selbst zu erhalten, muss ich all die Faktoren da herum sozusagen kontrollieren. So, ignorance here manifests as the assumption that I am. Ignoranz manifestiert sich hier also davon ausgehe, dass ich bin. I am me. Ich bin ich. I am like this. Ich bin so. This is who I am. Das ist, was ich, wie ich bin. Wer this is what I am. Das ist, was ich bin. So, there is a statement with a full stop. Das heißt, ein Aussagesatz mit einem Punkt. I define myself. Ich definiere mich. This is my identity. Das ist meine Identität. I want to be true to myself. Ich möchte mir selbst treu sein. So this is very familiar to us. Das kennen wir sehr gut. This is normal. Das ist normal. But it's not a good starting place for Dharma. Tatsächlich ist es aber für Dharma kein guter Ausgangspunkt. Because the distance between me, I, me, myself, and the state of awakening is very, very far. Denn die Entfernung zwischen diesem Ich, mein Selbst und dem Zustand des Erwachens ist wirklich groß. However, if on top of this little dot at the end of I am like this, auf dem Schlusspunkt, über diesem Schlusspunkt des kleinen Satzes, so bin ich. We just put a little squiggle. Wir ein Squiggle, I don't know what this is. Wir einen kleinen Bogen machen. Then who am I? Dann ist die Frage, wer bin ich? Who am I to the Buddha is getting closer. Diese Frage, wer bin ich, die bringt uns viel näher zum Buddha. Then we just change one word. How am I? Dann können wir nur noch ein Wort zum Beispiel auswechseln. Statt wer bin ich fragen, wie bin ich? Now we can feel the Buddha's breath on our cheek. Jetzt können wir den Atem des Buddha auf unserer Wange fühlen. That's very, very important where you begin from. Das heißt, es ist so entscheidend, von wo wir beginnen. If you start with conclusions, definitions, strong beliefs about yourself and a strong identification with the transient thoughts in the mind, then deep practice is very difficult. Wenn wir von Schlussfolgerungen ausgehen und beginnen bei definiert zu haben, woraus unsere Identität besteht, nämlich vor allem daraus, dass wir die vergänglichen, ständig wechselnden Gedanken in unserem Geist für uns selber haben, dann ist das ein schwieriger Ausgangspunkt. So, the key thing is that we can allow, tolerate not knowing. Stattdessen könnten wir gestatten, dass wir es nicht wissen. Let's see. Und mal schauen. We don't know. Wir wissen es nicht. We know lots of things. Wir wissen viele Dinge. But we don't know our mind. Aber wir wissen nicht, we know wie the ich bin. Content of our mind, the habits of our mind, the impulses of our mind. Wir kennen unseren Geist nicht, wir kennen den Inhalt, wir kennen die Impulse, die Gewohnheiten unseres Geistes. But the mind itself, we don't know. Aber den Geist selbst kennen wir nicht. And the reason we don't know it is because it's not knowable. Und es hat einzig und allein den Grund, dass der nicht zu erkennen ist. The mind is not an object of knowledge. Der Geist ist ja gar kein Objekt des Wissens. Everything else is an object of knowledge. Alles um uns herum ist ein Objekt des Wissens. You can find out about the shrine and the names of the different Buddhas. Man kann Dinge herausfinden über den Schrein, über die Namen der verschiedenen Buddhas. You can find out how many bricks are in the walls surrounding this little Dharma center. Wir können auch herausfinden, wie viele Ziegelsteine in dieser Mauer, die das Dharma-Zentrum hier umgibt, verbaut sind. You can find out lots of things. Man kann viele Dinge herausfinden. Because they are knowable. Weil sie erkennbar sind. But the mind itself is not knowable. Aber der Geist als solcher ist nicht erkennbar. Now, you are an expert in knowability. Wir sind ja Experten des zu wissen. And you are not very experienced in relaxed, open, not knowing. Und wir sind nicht gerade besonders erfahren, entspannt nicht zu wissen. So we tend to privilege knowing. Darum ziehen wir das Wissen vor. Because it's what we do. Denn das ist das, was wir die ganze Zeit machen. And what we get rewarded for und in the world.
auch das, wofür wir in der Welt belohnt werden. Not very socially accepted. Nicht zu wissen ist auf der sozialen Ebene nicht von Vorteil. So, letting go of knowledge. Wissen loslassen. Will open a space. Das führt dazu, dass Raum sich öffnet. A space in which we won't know. Ein Raum, in dem man nicht weiß. But in which we might see. In dem man aber vielleicht was sieht. So this is how meditation proceeds. Auf diese Weise funktioniert Meditation. And the text describes very clearly why this should be the case. Und im Text wird klar darauf Bezug genommen, warum das der Fall sein sollte. You won't become stupid by not knowing. Dass man nämlich nicht doof wird, dadurch, dass man nicht weiß. This is a paradox. Das ist ein Paradox. That we have been trained through school to accumulate knowledge and information. Weil wir durch unsere schulische Erziehung zum Beispiel dazu erzogen worden sind, Wissen anzusammeln, Informationen zu sammeln. To build up pictures. Und Bilder zu bauen. And this privileges a particular kind of cognitive consolidation. Und dieses Privileg ist eine kognitive Versicherung, Vergewisserung. And just to say you want to arrive at something definite. Und es bedeutet einfach, dass wir definitiv auf etwas Definitives kommen. But we also have the capacity of intuition. Aber wir sind ja auch mit der Fähigkeit der Intuition ausgestattet. And intuition is what arises for us. Intuition ist etwas, was sich uns entfaltet. It is our passive receptive intelligence. Das ist unsere passiv empfängliche Intelligenz. That is to say, when we receive the field, when we are part of the field, when the world comes to us and through us. Wenn wir das Feld, die Welt um uns herum in uns hineinlassen und gestatten, sie zu empfangen. Then something emerges. Dann taucht etwas auf. We find ourselves responding. Wir merken, wie wir darauf eingehen. When we meet people and that we are at ease with, we don't worry about what we'll say. Wenn wir zum Beispiel Leute treffen, mit denen wir uns wohlfühlen, denken wir, machen uns keine Gedanken darüber, was wir sagen. But if you go into a situation where more feels at stake, like a job interview, then you often get anxious. Aber wenn wir uns in Situationen befinden, wo wir das Gefühl haben, jetzt kommt es drauf an, wie zum Beispiel, wenn wir uns ein Vorstellungsgespräch haben, dann werden wir nervös. I don't know what to say. Keine Ahnung, was ich sagen soll. What would be the right thing to was say? Was sollte man sagen? Was wäre richtig? If you get into that performance anxiety, your mind often closes down. Wenn man in diese quasi Bühnenangst kommt, dann verschließt sich der Geist. People lose their words. You can even go into having a panic attack. Man weiß nicht mehr, was man sagen soll. Es kann sogar eine Panikattacke sich einstellen. Oh, the way we tend to avoid that is by doing what is familiar. Und wir versuchen das zu vermeiden, indem wir das Vertraute tun. But our familiar is the manifestation of our karmic pattern. Aber das Vertraute ist eine Manifestation unseres karmischen Musters. So in order to open to the mind itself. Um uns also dem Geist selbst öffnen zu können. We have to let go reliance on what we know. Müssen wir aufhören, uns auf das zu verlassen, was wir kennen. Because to know is to know about. Etwas zu kennen bedeutet, etwas über etwas zu wissen. It's not direct. Es ist nicht direkt. If you look at one of these flowers, wenn man zum Beispiel eine dieser Blumen betrachtet, you come, we'll have a break soon, you can come, you look at the flower. Dann machen wir gleich Pause, kann man hierher kommen und sich die Blume anschauen. If you receive the flower, wenn man diese Blume empfängt, if you really let it in through your eyes into your heart, wenn man sie wirklich durch die Augen ins Herz lässt, it will make you very peaceful. Dann wird die uns ein friedliches, in uns ein friedliches Empfinden. The flower says, I'm here. Die Blume sagt nämlich, ich bin da. I'm happy being me. Ich freue mich darüber, ich zu sein. And you? Und du? Are you happy being you? Freust du dich darüber, du zu sein? Let me show you how to be. Lass mich dir zeigen, wie man sein kann. So,
the beauty of nature has that effect. When we're troubled, we go for a walk, maybe in the park or outside the town, and we become calm. Was ist der Effekt, den die Schönheit der Natur auf uns ausübt, wenn wir uns gestresst fühlen, wenn wir Sorgen haben und einen Spaziergang draußen machen in der Natur, dann beruhigt uns das. The right angles, the sharp edges of mind-made buildings vanish. Und diese rechten Winkel, diese scharfen Ecken der aus dem menschlichen Geist herausgebauten menschlichen Gebäude lösen sich auf. The infinite unrepeatability of the patterns of nature disarm us. Und diese unendliche Unwiederholbarkeit der Mustervielfalt der Natur entwaffnen uns. No branch on the tree is the same as any other branch. Kein Zweig an einem Baum ist so wie ein anderer. Infinite richness of potential. Unendlicher Reichtum an Potenzial. We can't control it. Können wir nicht kontrollieren. It doesn't want us to do anything. Und es erwartet gar nichts von uns. Our knowledge is useless. Und unser Wissen ist nutzlos. The tree says, enjoy me. Der Baum sagt, erfreu dich an mir. And when you enjoy the tree, you're peaceful. Und wenn man sich daran erfreut, dann spürt man Frieden. This is a very outer example, but it highlights the need for receptivity. Das ist ein Beispiel auf der äußeren Ebene, aber es zeigt diese Notwendigkeit für Empfänglichkeit auf. And going back to the three pot faults. Und wenn man jetzt nochmal auf die drei Fehler des Gefäßes zurückkommt. The third fault, when the pot is full of old food. Dieser dritte Fehler, nämlich wenn das Gefäß mit altem Essen gefüllt ist. There's not much space for the new if the old is already filling the space. Wenn das Alte den Raum bereits ausfüllt, ist gar nicht mehr viel Platz für was Neues. Again and again, we relax and release and then receive. Das heißt, immer wieder entspannen wir uns, lassen los und sind empfangsbereit. We're not building up. Wir schichten nichts aufeinander, wir bauen nicht auf etwas auf. One thing on top of another. Nicht eins auf dem anderen. But rather we're giving space to what will come. Vielmehr gewähren wir dem, was vielleicht kommen mag, Raum. And we trust that if we are present, und wir vertrauen darin, wenn wir gegenwärtig sind, however it is, egal wie das dann sein wird, we'll be workable. Werden wir zurechtkommen. We'll work with these circumstances. Wir nehmen die Umstände, wie sie sind. We won't be overwhelmed. Und werden davon nicht überwältigt. When we start to feel overwhelmed, it's because we have taken up some notion of who we are and what we can cope with. Wenn wir uns überwältigt fühlen, dann liegt das daran, dass wir bereits erfüllt sind von einer Vorstellung davon, wie wir eigentlich sind und dass wir sozusagen deswegen nicht mit etwas Neuem klarkommen. How can I be me if this is happening to me? Wie kann ich denn ich sein, wenn mir das geschieht? How can I be me is a question about I am me, I know how I am, I know who I am, and I can't integrate this new set of circumstances into this image I have of myself. Diese Frage, wie kann ich denn ich sein, impliziert ja schon, dass wir eine feste Vorstellung davon haben, wer ich eigentlich bin, und das Problem dann darin besteht, dass diese Sache, die ich jetzt plötzlich auch vielleicht sein soll, ich da nicht reingefriemelt kriege, nicht integriert kriege. So for meditators, the issue isn't what is arising. Vom Standpunkt der Meditation aus betrachtet, geht es gar nicht darum, was in Erscheinung tritt. The issue is the foreclosure, the pre-closing down of my self-definition, which means I am unavailable. Sondern vielmehr, wie weit ich in mir selber mich verschlossen habe, sodass ich gar nicht zugänglich bin. So, again and again, the question is, what am I hanging on to? Die Frage also, die sich immer wieder stellt, ist, woran halte ich denn fest? Who do I think I am? Wer glaube ich, dass ich bin? How am I composing myself? Wie setze ich mich selbst zusammen? What are the ingredients of myself? Was sind die Zutaten meiner selbst? This is investigation. Das ist Untersuchung. Inquiry. Und Nachfragen. To allow the patterning to reveal itself. Damit dieses Muster sich offenbaren darf. If we take it as a done deal, as something already established. Wenn wir das als eine bereits abgemachte Sache betrachten. It appears to be solid. Dann erscheint sie uns fest.
But when we are present, when we attend to the manifesting of our responses, when we start to talk with people. Wenn wir aber uns quasi denen zuwenden, wie zum Beispiel sich das mal, was sich manifestiert, wenn wir zum Beispiel mit Leuten sprechen. We become aware that these patterns are moving, that they are dynamic, that they are in fact energy. Dann bemerken wir, dass diese Muster sich bewegen, dass sie dynamisch sind und dass sie tatsächlich Energie sind. There are no things, there's simply the endless patterning and shifting of energy formation. Sie sind gar keine Sachen, sondern das ständige sich bewegen, sich verändern von Formen von Energie oder Ausformungen von Energie. And therefore, if I'm not promoting identification with the pattern of energy, wenn ich also dies, mich mit bestimmten Energiemustern zu identifizieren nicht unterstütze, the energy dissolves. Dann löse ich die Energie auf. We're angry and then we're not angry. Wir sind wütend und dann sind wir nicht wütend. We're sad due to causes and conditions and then we're not sad. Aufgrund von Ursachen und Bedingungen sind wir traurig oder auch nicht. But when we have a thought, this is unforgivable. Wenn wir aber einen Gedanken haben, das, was da ist, der Gedanke uns kommt, das sei unverzeihlich. How could you do that to me? Wie konntest du mir das antun? Then we are aware in our body how solid this feels. Das können wir wirklich körperlich spüren, wie fest sich das anfühlt. I am being frozen by the rage that I feel. Ich bin quasi durch die Wut, die ich fühle, bin ich wie eingefroren. I can never forgive you. Ich kann dir niemals verzeihen. Now I've imprisoned myself. Jetzt habe ich mich eingesperrt. So again and again, being present, just seeing the emergence of who we take ourselves to be, moment by moment. Das heißt, es geht immer wieder nur darum, gewahr zu sein und schauen, was Moment vor Moment sich als ich zeigt. This is the basic preliminary practice. Das ist die grundlegende vorbereitende Übung. We don't need to do any formalized preliminary practice. Wir müssen gar keine formelle vorbereitende Übung ausführen. The key thing is to start to recognize how you cheat yourself, how you deceive yourself. Sondern der Schlüssel ist, überhaupt zu beginnen zu erkennen, wie man sich selbst hinters Licht führt. By believing that you are a knowable thing. Dadurch, dass wir daran glauben, dass wir eine erkennbare Sache sind. Thing in a world of things. Ein Ding in der Welt von Dingen. This is the main obscuration we have. Das ist quasi das Haupthindernis, mit dem wir zu tun haben. So if we take a break for say 25 minutes and then we come back and we start to look into the text. Wir machen 25 Minuten Pause, dann kommen wir zurück und beginnen den Text.